Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen erläutern, welche Unterschiede es macht, wenn Sie eine Keyword-Analyse durchführen, um hinterher Suchmaschinenoptimierung zu betreiben oder ob Sie hinterher Suchmaschinenwerbung schalten möchten. Beginnen wir mit Suchmaschinenoptimierung. Hier sollten Sie die Keyword-Analyse oder das Ziel der Keyword-Analyse sollte sein, dass Sie etwas eingeschränkter sind, dass Sie sich also überlegen, auf welchen Seiten möchte ich optimieren und dann innerhalb dieser Seite Keywords definieren, die Ihre Hauptkeywords sind. Das sollten nur 2 bis 3 sein und dann eben zusätzliche Keywords, 5 bis 10, die innerhalb dieser Unterseite noch auch in den Text mit eingebunden werden sollten und in die Meta-Tags. Das bedeutet, Sie haben, wenn Sie jetzt eine Keyword-Recherche gemacht haben und einen riesigen Pool haben, müssen Sie sehr genau auswählen, was sind denn die Haupt-Keywords, die jetzt genutzt werden sollen. Und da bedarf es schon vorab einer sehr genauen Prüfung. Problem ist, Sie wissen nicht genau, welchen Erfolg das jeweilige Keyword hat. Deswegen möchte ich Ihnen 3 primäre Kennwerte mitgeben, die Sie nutzen können, um eben Ihre Entscheidung zu treffen, welche Keywords wähle ich denn. Das eine ist die inhaltliche Nähe zum Produkt. Das können Sie insbesondere dann bewerten, wenn Sie das Produkt, was Sie vertreiben, besonders gut kennen. Dann können Sie definieren, welche Schlüsselbegriffe, welche Keywords passen denn besonders gut zu dem, ein Produkt oder eben auch zu dem Thema auf der Unterseite der Website. Das zweite ist das Suchvolumen. Das heißt, Sie können mit Hilfe von bestimmten Tools herausfinden, wie hoch das Suchvolumen der jeweiligen Seite ist. Und das dritte ist der vorgeschlagene CPC, also die Cost per Click. Auch die geben Ihnen einen Hinweis darauf, wie werthaltig ist dieses einzelne Keyword. Also wie viel ist die Konkurrenz bereit, dafür zu bezahlen? Auch das können Sie in Keyword-Analyse-Tools herausfinden. Und diese 3 Kennwerte sollten Sie nehmen, um zu entscheiden, welches Keyword wählen Sie dann jeweils für die einzelne Unterseite. Bei der Suchmaschinenwerbung ist dieser Prozess des kennzahlengestützten Auswählens erst nachgelagert. Das heißt, Sie können natürlich auch hier Suchvolumen und Cost per Klick sich anschauen. Es schadet aber auch nichts, wenn Sie die einzelnen Keywords zunächst einmal in die Kampagnen und in die Anzeigengruppen integrieren und sie dann im Prozess erst auswählen. Und das Gute dabei ist, wenn Sie die Keywords in einzelne Gruppen eingeteilt haben, dann können Sie auch auf der Basis Ihre Kampagnen gestalten und haben eben schon eine Fülle von Keywords, die Sie auch brauchen. Also eine Suchmaschinenwerbung-Kampagne kann nie breit genug aufgestellt sein, denn Sie können im Prozess danach immer noch das Ganze wieder etwas stärker verdichten. Sie haben also dann, wenn Sie in Kampagnen der Suchmaschinenwerbung denken, zum einen das Targeting, also die Aussteuerungsmöglichkeiten innerhalb von Google und zum anderen Ihre Kenntnis über das Produkt. Und auf der Basis können Sie mit den Keywords, die Sie gesammelt haben, einzelne Anzeigengruppen definieren und aufbauen. Und daraus entwickelt sich dann eben eine AdWords-Kampagne oder mehrere AdWords-Kampagnen. Und wenn diese Kampagnen erst einmal laufen, dann erhalten Sie auf Basis dessen, was Sie an Rückmeldung von den Nutzern tatsächlich kriegen, eine Idee davon, wie erfolgreich sind denn die einzelnen Keywords und die einzelnen Kampagnen tatsächlich. Und ein Indikator dafür ist zum einen der Qualitätsfaktor, zum anderen die Kosten pro Klick, dann die Click-Through-Rate, also das Verhältnis zwischen Impressions und Klicks, die Klicks selber, die Position des jeweiligen Keywords, die durchschnittliche Position wird Ihnen in Google AdWords auch angezeigt und wenn Sie das Conversion Tracking aktiviert haben, eben auch die Conversion. Ich gehe jetzt auf diese einzelnen Fachbegriffe hier in diesem Video nicht ein, aber diese Kennzahlen
helfen Ihnen dann natürlich im Verlauf dabei zu bewerten, wie gut oder schlecht ist das einzelne Keyword. Und dann können Sie hingehen und einzelne Keywords pausieren oder ausschließen, andere hinzufügen und so weiter. Das heißt, dieser Prozess des kennzahlengestützten Arbeitens erfolgt bei der Suchmaschinenwerbung erst nachgelagert. Bei der Suchmaschinenoptimierung müssen Sie diesen Prozess aber vorschalten, denn der Effekt bei der Suchmaschinenoptimierung erfolgt erst später und nicht ad hoc.